Ich war jetzt gerade beim Podcast von Helene und Josi, deine Homegirls. Und ich denke, der wird in 2 Tagen erscheinen. Ich poste dann nochmal, wo, was, wie und so weiter. Schöne Grüße auch nochmal an meine Brüder und Schwestern von der Juice. Leute, wenn ihr in so einen Trollmodus kommt und wenn ihr dann auf Twitter abtrollt, dann müsst ihr auch, wenn eine Antwort kommt, weitermachen. Ansonsten ist das kein Entertainment. Die Leute wollen doch unterhalten werden, Mann. Es ist 2019, bitte. Wenn der Troll getrollt wird, muss er weitermachen. Ihr dürft dann nicht sauer sein oder verbittert. Das ist doch Blödsinn. Ihr disrespektiert das Game dann. Also ihr müsst da auf jeden Fall wirklich ein bisschen nachlegen. Ich zum Beispiel, ich bin Battle Rapper und ich muss damit klarkommen, dass es andere Rapper gibt, die sagen, ich bin besser als er. Und wenn die dann sagen, ich bin besser als du und ich bin der King und ich bin der Größte und ich bin der Krasseste, dann muss ich damit klarkommen. Dann liegt es an mir, denen zu beweisen, dass ich trotzdem besser bin als die. Und dann kann ich nicht rumheulen, weil jetzt einer von der Seite kommt und mir eine Ansage macht, dass er der bessere Rapper ist. Genauso wie ein Gangster-Rapper, der darf nicht rumheulen, wenn Leute kommen und sich dann mit ihm schlagen wollen, weil er die ganze Zeit erzählt, er ist der Härteste, dann muss er doch damit auch klarkommen. Und genauso ist es mit den Trolls auch. Alter, wenn man einen Troll trollt so, ne, und ein Troll sagt, das ist lustig alles, was ich mache, dann muss er das auch mit Humor nehmen. Da könnt ihr doch nicht jetzt eingeschnappt sein und euch einpissen und dann da einen Upturn schicken. Darum abschließend, bitte kackt euch mal nicht ein. Habt mal einfach Spaß an euren Sachen und vertragt auch mal ein bisschen Spaß. Weil wer austeilt, der muss auch einstecken können. In jeder Hinsicht muss ich genauso, wenn ich austeile, muss ich auch einstecken. So ist das Leben. Und mir hat gerade jemand geschrieben, der mich gefragt hat, warum ich der Meinung bin, dass ein Gangster-Rapper sich testen lassen muss. Das sag ja nicht ich, das ist ja nicht meine Meinung, sondern das ist die Natur der Sache. Dafür kann ich ja nichts. Ich sage ja nicht, geht raus und greift jeden Gangster-Rapper an. Aber ich sage, natürlich, wenn man jetzt rumläuft und wenn man sagt, ich bin Gangster-Rapper und ich repräsentiere die Gesetze der Straße, dann gibt es Sachen, die kannst du nicht machen. Dann gibt es Sachen, die musst du machen. Und dann kannst du zum Beispiel nicht jetzt rausrennen und irgendwie, keine Ahnung, eine polizeiliche Anzeige oder so stellen. Als Gangster-Rapper kannst du keine Anzeige bei der Polizei machen. Das hat Cameron auch schon mal gesagt. Cameron meinte, selbst wenn ein Massenmörder neben ihm leben würde, dürfte er den nicht anzeigen oder dürfte nicht bei der Polizei irgendwie gegen ihn aussagen. Und ich bin Battle-Rapper, ich habe mit Gangster-Rap gar nichts zu tun. Ich sage auch nicht, dass ich Straßenrapper bin. Mich interessiert das nicht. Das hat mit meinem Leben und mit meiner Denkweise hat das überhaupt nichts zu tun. Deswegen, wenn ich ein Problem habe, ich kann jederzeit zur Polizei. Wenn mich jemand nervt, kann ich ohne weiteres zur Polizei. Niemand könnte mir jetzt sagen, stop snitching oder so, denn niemand kann von mir erwarten, dass ich es nicht tue. Und McDonald's zum Beispiel, die hatten damals sowas, das hieß Los Wochos, das war so mexikanische Woche. Und ich könnte so Snitching-Wochen machen. So. Ich könnte jetzt tatsächlich hier, so ein Arschloch hat irgendwie falsch geparkt. Vielleicht rufe ich die Polizei, wer weiß das schon. Irgendein Wichser schneidet mich hier, während ich ganz gepflegt die Straße lang fahre, dann snitche ich, Alter. Irgendjemand klaut ein Fahrrad, ich snitche. Wer weiß das? Ich habe keine Ahnung. Es ist sehr gut möglich, dass ich nächste Woche durchdrehe. Und nochmal relativ unabhängig von dem Thema davor, aber ich habe letztens mit einem Kollegen darüber geredet, wie plump das eigentlich ist, immer die Mutter zu beleidigen, weil er meinte, da wo er herkommt, die Stadt, aus der er kommt, da ist es so, wenn man wirklich Streit richtig provozieren will, dann sagt man nicht, ich fick deine Mutter, sondern sagt man, ich fick deinen Vater. Und das finde ich irgendwie viel ekelhafter. Also die Vorstellung ist ja, die ist so obszön und so widerwärtig, das ist die Steigerung von allem. Also ich fick deinen Vater ist für mich echt das Ekligste. Und wie abgebrüht und abgefuckt muss man sein, dass man sich jetzt sagt, ja, ich gehe jetzt zu dem nach Hause und ich versuche seinen Vater klar zu machen und ich errege mich dann an ihm und dann ficke ich den einfach.